Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute kommt wieder eine Folge aus unserer Rubrik Vergessene Autoren, verschollene Schätze. Der Roman, den wir heute vorstellen wollen, ist von Kate Wilhelm. Hier sangen früher die Vögel zu Deutsch. Ich fange mal an, die Autorin ein bisschen vorzustellen. Sie ist 1928 in Ohio, Toledo, geboren und begann Mitte der 50er Jahre Science-Fiction-Stories zu schreiben. Interessant dabei ist, dass ihr zweiter Ehemann Damon Knight war. Für alle Science-Fiction-Fans ist Damon Knight das Urgestein aller Herausgeber. Zahlreiche Autoren wurden von Damon Knight entdeckt und gefördert. Und ich glaube, du, Markus, verdankst ihm ja einen ganz besonderen Autor. Ja, das möchte ich gleich einfließen lassen. Als eingeschworener Fan von Gene Wolfe bin ich ihm, Damon Knight, zu besonderem Dank verpflichtet. Denn Damon Knight war es, der Gene Wolfe davon überzeugte, zu seiner Kurzgeschichte Der fünfte Kopf des Cerberus zwei weitere Erzählungen zu verfassen. Diese Trilogie bildet nicht nur einen Stern am Science-Fiction-Himmel, sondern bedeutet auch den literarischen Durchbruch von Gene Wolfe als Autor. Jetzt aber wieder weg vom Ehemann. Kate Wilhelm schrieb eine Fülle von Romanen und Kurzgeschichten. Aber ihren Durchbruch schaffte sie erst relativ spät, nämlich 1976 mit dem Roman Where Late the Sweet Bird Sang, mit dem wir uns in diesem Podcast beschäftigen wollen. Gestorben ist sie im Übrigen erst vor 5 Jahren. 2018, im Alter von 89 Jahren. Schon damals fiel mir auf, dass die Erinnerung an Kate Wilhelm in Deutschland trotz zahlreicher Veröffentlichungen bei Heine und Goldmann weitgehend verblasst war. Das ist ein interessanter Kontrast zu Frankreich, wo sie traditionell ein sehr großes Leserpublikum hat und wo ihre Bücher die Auflagen Asimovs, Heinleins und Clarks bei Weitem übersteigen. Trotzdem hat sie ja ein sehr umfangreiches Werk hinterlassen und ich denke, wir sollten eine kleine Einführung in ihr Werk geben und was sie so geschrieben hat. Die erste Veröffentlichung Kate Wilhelms war die Kurzgeschichte Das meilenlange Raumschiff. Sie erschien 1957 bei Astounding. Vielleicht ein letzter Hinweis auf Der fünfte Kopf des Cerberus sei mir noch erlaubt. An zwei Stellen verweist Gene Wolfe versteckt auf eben dieses Erstlingswerk der Autorin, also Das meilenlange Raumschiff, und wer Lust hat, möge sich auf die Suche machen. Nun aber zurück zu Kate Wilhelm. Ich muss gestehen, dass ich mit vielen ihrer Kurzgeschichten und Romane meine Probleme hatte. Entweder musste ich mich hindurchquälen oder ich habe sie nicht zu Ende gelesen, was ich bei einem Autor äußerst selten tue. Restlos begeistert hat mich allerdings Hier sangen früher Vögel, weshalb ich diese Erzählung heute vorstellen und jedem Science-Fiction-Fan wärmstens empfehlen möchte. Ich glaube, bevor wir aber jetzt zu dem Roman kommen, sollten wir noch auf eine ganz interessante Verfilmung hinweisen, welche nämlich 1986 im deutschen Fernsehen stattgefunden hat. Ja, das ist die bislang einzige Verfilmung, soweit ich weiß, einer Geschichte von Kate Wilhelm. Es ist die Verfilmung der Kurzgeschichte Winterlicher Strand, die im Heine Science Fiction Jahresband 1983 veröffentlicht wurde und die vom deutschen Fernsehen unter dem Titel Dem Tod auf der Spur von Wolf Gremm verfilmt wurde. Die Hauptrolle spielte Ruth Maria Kubitschek, den Schurken gab Robert Atzorn, beide keine Unbekannten. Obwohl sich der Film eng an die Vorlage hält, ist er doch eher enttäuschend. Das dürfte auch der Grund dafür sein, dass man selbst im Internet kaum noch etwas dazu findet. Immerhin produzierte Wolf Grimm 1990 mit denselben Schauspielern noch eine Fortsetzung. Nun aber lass uns zu dem eigentlichen Werk, das wir heute vorstellen wollen, kommen. Das Buch an sich gliedert sich in 3 Teile. Auf den ersten Seiten wird so eine Art sehr apokalyptisches Szenario skizziert. Der Titel Where Late the Sweet Bird Sang stellt ein Zitat aus William Shakespeares 73. Sonett dar. Die Menschheit wird in diesem Szenario von Kriegen, Krankheiten und Umweltzerstörung heimgesucht. Der Leser erfährt nur wenige Details. Eine japanisch-chinesische Föderation verbreitet Angst und Schrecken.
Zusätzlich führt ein neuer Virus zu Massensterben. Hunger und Entbehrung gehören zum Alltagsleben, vor allem in der südlichen Hemisphäre. Die USA können diese biblischen Plagen noch eine Zeit lang aussperren, doch zeigen sich auch dort erste Vorboten. In eigenartigem Kontrast zu diesem Schreckensszenario steht dann das in dem Roman geschilderte Idyll einer begüterten amerikanischen Großfamilie, die in Virginia über reichlich Land und Vermögen verfügt. Sie setzt sich aus Ärzten, Anwälten, Grundbesitzern zusammen und umfasst so an die 200 Mitglieder. Sehr schnell gewinnt der Leser den Eindruck, dass es sich nicht nur um eine Familie, sondern eher um einen Clan mit ganz eigenen Regeln handelt. Die Patriarchen, besser müsste man sagen Häuptlinge, haben vorgesorgt. Der Stamm soll sich der weltweiten Apokalypse entziehen. Wie kann das gelingen? Durch Inzucht und Isolation. Doch als die Männer ihre Zeugungsfähigkeit verlieren, bleibt nur noch eines, das Klonen. Klingt absurd, fast schon amüsant, wird jedoch mit gespenstischer Ruhe beschrieben. Die Beklemmung steigt bei jeder Seite, die der Leser umblättert. Die Großfamilie hat zu diesem Zweck ein riesiges Höhlenlabor gebaut. Etliche Familienmitglieder besitzen einen wissenschaftlichen Hintergrund und nehmen dort die Arbeit auf. Und dann wird uns hier auch David vorgestellt. David ist ein junger Mann, er ist ein sehr begabter Biologe und experimentiert mit Mäusen. Und so erarbeitet er die Grundlagen des menschlichen Klonings. Über den Tod seiner geliebten Cousine Celia kommt er nur schwer hinweg. Er wird sympathisch und verletzlich gezeichnet, ist also keineswegs ein skrupelloser oder gar durchgedrehter Wissenschaftler. Den geklonten Nachwuchs selbst sieht er auch kritisch. Alles Gleichaltrige, die stur nur auf ihresgleichen konzentriert sind. Ein Kollektiv, das stark und zugleich äußerst zerbrechlich wirkt. Er selbst zweifelt an den Ergebnissen seiner Arbeit. David entschließt sich deswegen zu einem Sabotageakt, um die Folgen seines fatalen Experiments rückgängig zu machen. Er scheitert aber damit. Die Klonen beschließen dann selbstständig seine Verbannung. David wird in einem einsamen Tal ausgesetzt. Er ist überwältigt von der Schönheit der ihn umgebenden Natur. Und dort scheint er ein friedliches Lebensende zu finden. Kommen wir zum zweiten Teil des Buchs, Shenandoah. Unbestimmte Zeit ist vergangen. Zum ersten Mal erleben wir die Geschehnisse aus den Augen eines Klons, des Mädchens Molly. Sie genießt die Intensität des Gruppenerlebnisses. Alle Geschwister scheinen telepathisch miteinander verbunden zu sein. Scheinbar das perfekte Familienidyll. Eine Expedition wird vorbereitet. Sie soll Aufschluss über den Zustand der postapokalyptischen Welt bringen. Der Forschungstrupp, dem auch Molly angehört, erkundet die Ruinen von Washington. Dort bringt sie ihre Eindrücke in albtraumhaften Skizzen zu Papier. Sie entdeckt ihre künstlerische Begabung und damit erwacht auch ihre Individualität. Während die übrigen Klone schwer unter der Trennung von ihren Geschwistern leiden, genießt Molly das Alleinsein. Ben, ein weiteres Mitglied der Expedition, teilt Mollys Eindrücke. Sie kommen sich näher. Die Forschungsreise war ein Erfolg. Zurück auf der Farm wird die Veränderung von Molly und Ben jedoch offenkundig. Die Klonfamilie empfindet Individualismus als Bedrohung. Molly wird isoliert, später unter ärztliche Aufsicht gestellt. Ben wiederum findet ein ähnliches Ende wie David, indem er auf einer weiteren Expedition einfach verschwindet, verschwindet in Anführungszeichen. Aber sie hinterlassen der Gemeinschaft einen Sohn, den sie auf gute alte Weise gezeugt haben. Sein Name ist Mark. Und damit kommen wir zum dritten Teil, am Wendepunkt at the Still Point. Mark entwickelt sich zu einem bemerkenswerten Individuum, bleibt jedoch innerhalb der Klonfamilie stets der Außenseiter. Er wird toleriert, was seinen Grund darin findet, dass nur er allein in der Lage ist, sich auf fremdem Gelände zurechtzufinden und in der Wildnis zu überleben. Diese Fähigkeiten soll er den Klonen vermitteln, die jedoch immer wieder scheitern. Mark betrachtet sie mit Mitleid und Verachtung. Barry, der Leiter der Wissenschaftsabteilung, ahnt, dass die Großfamilie auf Dauer nicht überleben wird.
Obwohl er die Verbannung seiner Eltern, der Ketzer Molly und Ben, zu verantworten hatte, entwickelt Barry als einziger der Klone Empathie für Mark. Seine früheren Entscheidungen bereut er. Die Ereignisse eskalieren. Mark muss um sein Leben fürchten. Er beschließt, die Flucht zu ergreifen, die ihm, dank Barry, auch gelingt. Der Roman endet mit einem kurzen Epilog. Viele Jahre später kehrt Mark zur Kolonie zurück. Der Ort ist ausgestorben, die Gebäude verfallen und verwaist. Die Natur hat das Terrain zurückerobert, kein einziger Klon hat überlebt. Ja, und jetzt, Markus, bleibt ja für mich als nicht eingefleischter Science-Fiction-Leser die Frage. Wir haben hier ja die Geschichte, dass Klone ihr Eigenleben entwickeln. Darum dreht sich ja immer wieder sehr, sehr viel, sowohl in Filmen, Literatur und Co. Und sozusagen die moderne Frage wäre es, die AI entwickelt ihr Eigenleben und kämpft mit Kollektivismus, weil alle gleich geschaffen sind, kämpft mit ihren eigenen Gefühlen und manche wollen aber auch aus diesem Kollektiv sogar wieder ausbrechen, sich nicht unbedingt gegen die Menschheit wenden, sondern einfach trotz allem nicht Teil der Masse sein. Jetzt ist meine Frage, wie interpretierst du den Roman von Kate Wilhelm? Also Eigenleben bedeutet eben nicht zwingend Individualität. Es ist letztlich der Gegensatz zwischen Kollektivismus und Individualität, der Kate Wilhelm hier beschäftigt, der die Quintessenz dieses Romans bildet. David, Molly und Mark fliehen aus einer erdrückenden, uniformen, konformen Gemeinschaft. Ihre Affinität zum einsamen, dunklen Wald, das ist eine Metapher, die da immer wieder auftaucht in diesem Roman. Tolle Landschaftsschilderungen. Lässt sich als Ausweg ins Innere interpretieren, in ihr Inneres. Jenseits des Kollektivs entdecken sie ihre Schaffenskraft und ihre künstlerische Ader. Und der Wald, also der Wald in Anführungszeichen, bildet hierfür die Metapher ganz im Sinne Carl Gustav Jungs. Mark, der Sohn von Ben und Molly, bringt dies gegen Ende des Romans auf den Punkt. Ich darf mal aus der Heine-Ausgabe zitieren. Sie, die Klone, lernten alles, was ihnen beigebracht wurde, alles. Sie konnten nachmachen, was ihnen vorgemacht worden war, aber sie brachten nichts Neues hervor. Ja, dazu braucht es den Wald, den Kontakt mit der ureigenen Schaffenskraft. Aber natürlich sind auch ganz andere Interpretationen möglich. Aber warum glaubst du, dass gerade der Wald die, ich nenne es jetzt mal, Energiequelle ist, um sich fortzuentwickeln? Weil der Wald Einsamkeit bedeutet. Ja, dort kann man sich verstecken und er bedeutet Deckung. Und das ist das, was die Klone wie der Teufel das Weihwasser fürchten. Also der Wald ist für sie ein Ort schlimmster Bedrohung, was im Roman immer wieder zutage tritt, während eben die Individualisten diesen Wald suchen und in ihm Naturerlebnisse haben, also regelrecht, ich sag's jetzt mal etwas überspitzt, mit ihm verschmelzen. Also das heißt, die drei Individuen, die sich wegbewegen in dem Roman aus der Klongemeinschaft, brauchen den Wald, das, was, ich sag's mal, das Verbotene, Versteckte, Verborgene, das, was den anderen Klonen Angst macht, wie so ein mutiger Schritt in den Wald, um dann ihre eigene Individualität tatsächlich zu finden. Obwohl dies in der Programmierung nicht vorgesehen war. Und was vielleicht auch hinzugesagt werden muss, der Roman ist ja nun heute schon relativ alt. Also man muss bedenken, in den 70er Jahren, da gab es Ängste, gut, die haben wir heute nach wie vor. Es ist die Angst damals vor Umweltschäden, Epidemien, Krieg spielte eine ganz große Rolle. Ein apokalyptisches Szenario wird in dem Roman skizziert. Abstiegsängste des Westens, von denen wir ja nun wieder befallen sind, sind auch heute wieder sehr präsent. Auch wenn wir mittlerweile gelassener im Umgang damit geworden sind. Aber es ist eine sehr diffuse Gefühlswelt. Existiert die jetzt bei den Klonen in dem Roman oder eher bei der Großfamilie, die die Klone geschaffen hat? Oder schafft die Großfamilie Klone, um sich wie mit einer Armee zu schützen vor den Unsicherheiten der Zeit? Kann ich so verstehen? Diese Gefühlswelt oder ich sag mal diese diffusen Gedanken, die sind omnipräsent. Das bezieht sich nicht nur auf die Klone. Es ist halt der hilflose Versuch, sich durch eine Kunstwelt, die Schaffung einer Kunstwelt, dem zu entziehen. Ja, durch die Schaffung eines künstlichen Paradieses. Der Roman zeigt, das haut nicht hin. Das misslingt. Das sämtliche, sozusagen, man liest ja auch immer wieder von
Abschottung, Flucht vor den, gibt es das, können wir auf den Mond fahren, können die reichsten Menschen der Welt sich irgendwo auf dem Mars einmieten und die Sache hat sich für die, also dass das nicht gelingen wird. Es wird eben ein Abstiegsszenario skizziert, was passiert, wenn sich der Mensch von seinen Ursprüngen trennt, und das ist letztlich und immer eben durch die Natur. Und trotzdem hat der Roman ein gutes Ende. Der Mensch setzt sich gegen seine Kopie durch, gegen den Klon. Mutter Natur setzt sich gegen wissenschaftlichen Optimierungswahn durch. Am Ende nimmt das Leben einen neuen Anlauf. Also es kommt wieder zurück zu dem eigentlichen Leben. Wenn ich jetzt Kate Wilhelm lesen möchte, würdest du es empfehlen? Und vor allen Dingen, wie ist denn deren Sprache aufgebaut? Ich würde diesen Roman unbedingt empfehlen. Allerdings, und da bin ich ganz ehrlich, wie ich ja schon eingangs sagte, habe und hatte ich mit Kate Wilhelms Stil häufig meine Probleme. Das trifft auf diesen Roman nicht zu, denn er ist ein sprachliches Meisterwerk. Er enthält wunderbare Charakter- und Landschaftsbeschreibungen, brillante Dialoge, er ist viel und mehrdeutig und sehr vieles findet auch auf der Metaebene statt. Es ist eben diese Vielschichtigkeit, diese kunstvolle Sprache, die mich persönlich sehr stark an William Goldings berühmten Roman Herr der Fliegen erinnert hat. Thematisch bestehen zwischen diesen beiden Werken große Parallelen. Gibt es eigentlich eine Verfilmung von dem Roman? Er würde sich sehr gut für eine Verfilmung eignen, ist aber nicht geplant und wird vermutlich auch nicht so schnell erfolgen. Ich darf abschließend noch anmerken, dass das Werk Hier sangen früher Vögel 1981 der erste Roman war, mit dem die bis heute legendäre Heine-Bibliothek der Science-Fiction-Literatur ihren Anfang nahm. Also eine ausdrückliche Leseempfehlung, für jeden Science-Fiction-Fan ein Muss. Aber auch für Nicht-Science-Fiction-Fans sehr lesenswert. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.